Ja, grüßt euch meine Allerbesten und willkommen zurück hier zu Starfield, wo wir den Tempel Alpha heute mal besichtigen werden. Mal gucken, ob ich mich genauso dämlich anstelle wie bei Tempel Eta. Lass mich hier den Eingang finden, voll lauter Lachen. Ich wollte eigentlich nur den Planeten hier erforschen. Ich bin gerade so auf Planetenerforschungsrunde. Weil ich dann immer wieder mal zwischen den Folgen versuche zu machen. Beziehungsweise weil ich mich da ja immer wieder ablenken lasse. Und jetzt habe ich mich außersehen ablenken lassen, dass ich hier den Tempel Alpha gefunden habe. Und ja, wie soll ich sagen? Weil, kann sagen, kommt ihr jetzt mit? Und bei Tempel Alpha wollte ich euch mal teilhaben lassen. So, jetzt ist hier wieder dieses Wubbelding und dann müssen wir hier durch diese Wubbeldinger fliegen. Ah, da hinten ist es. Diesmal ist Andrea mit. Die hat jetzt letztens irgendwas von Hochzeit erzählt. Dann kommt ja immer wieder so Nachricht, hier die und die Person möchte mit dir sprechen. Aber sie hat jetzt noch Probleme damit, dass ich nicht zur großen Schlange gehöre. Das will sie jetzt noch prüfen. Okay, sage ich mir dazu nur, okay. Vielleicht muss ich ja noch irgendwas machen. Vielleicht sogar zur anderen Religion überkonvertieren oder große Schlange anbeten. Irgend sowas wird es ja wahrscheinlich sein. Aber tada! Kriegen wir ein neues. Neue Fähigkeit? Ich meine, Fähigkeit wirklich sehr selten benutze, gefühlt. Wumm! Okay. So, was habe ich jetzt? Okay, das ist meine normale Fähigkeit, also die ich schon die ganze Zeit hatte. Wo sind denn die Fähigkeiten? Sind die auf B? Also, nee. Die sind. Nee, das sind Missionen. Da! Was ist denn Alpha? Reinster Sauerstoff bahnt sich seinen Weg, um tiefe Atemzüge zu ermöglichen und schädliche Kohlendioxid zu verdrängen. Okay. Man kann besser atmen? Kommt mir jetzt nicht so prickelnd vor. Naja, gut. Ich soll mit Vladi reden. Erhöht die Kraft auf Piazzi 4. Da war ich doch gewesen. Nee, 4C war ich, glaube ich, noch nicht gewesen. Oder machen wir jetzt mal Kräftesammlerei. Piazzi 4C. Upp. Ich war auf Piazzi. Aber ich war nicht auf Piazzi 4C, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Doch, ich war auf Piazzi 4C. Ach ja. Landen. Den Planet habe ich nämlich tatsächlich als vorletztes analysiert. Ihr sehen könnt, ich bin jetzt auch schon Level 255. Na ja, gucken wir mal. So, wo fängt es an zu vibrieren? Da. Da auch. Dann noch mal auf die Anomalie dazu. Aber die habe ich schon. Was ist da hinten? Piazzi 4C, da habe ich meinen Lungenschaden leer gekriegt. So, die Gravitationsanomalie habe ich schon mal. Da war ich schon. Au. Schon wieder. Wie hier bei 4C. Ah, ich glaube, da hinten ist ja der Tempel schon. Das sieht mir stark nach so einem Tempelchen aus.
Tempel Seta. Naja, da rennen wir da mal hin. Wir hüpf. Hier musste ich nämlich auch diese Spezialsachen finden. Deswegen war ich hier eigentlich schon, na, schon eine Stunde hier auf dem Planeten rumgerannt. Die ganze Zeit wahrscheinlich um den Tempel herum. Einfach dieses Gezirpe da von meinem Scanner wegignoriert. Erwirbt die Kraft auf Zeta. Im Tempel Zeta. Und dann Alpha haben wir schon. Was war denn da? Nikel. Na gut, okay. Mit dem Sauerstoff finde ich jetzt, naja gut. Aber ich finde, man sollte das nochmal extra so ein Ausknobel, ne, wie man für die Waffen auch hat. Das hat man vielleicht auch für die Fähigkeiten haben. Vielleicht hat man das auch und ich habe den Knopf dann gefunden. Das ist ja alles möglich. So, wie komme ich hier? Wie komme ich hier rein in den doofen Tempel da? Rennen wir mal ein bisschen im Kreis. Was ist hier? Ich suche einen Eingang zu dem Tempel. Lalalala. Dankeschön. Erwirbt die Kraft. Witzig, wenn ich den Eingang nicht finde. Ist hier irgendein Vieh oder was? Ja, guck mal. Das sieht doch so aus, als könnte ich hier einen besseren Eingang finden. Oder muss ich gar noch eine höher? Naja, ja, stark husten, Leute. Irgendjemand schießt hier auch noch. Andrea, hör mal auf rumzuballern. Wir brauchen hier erstmal einen Ingang. Jetzt bin ich hier mindestens einmal im Kreis gelaufen. Ja, erwirbt die Kraft. Witzbolde. Das sieht so aus, als wäre hier ein Eingang. Oh, da gehen wir rein. Ich muss auch zugeben, ich habe mir jetzt langsam gedacht, ich muss mal mit der Hauptquest mal weitermachen. So viele Leute sagen, ja, hier, wenn du die Hauptquest fertig hast, das, was danach kommt, hier Game Plus, und hast du nicht gesehen. Super, mega, Spitzenklasse. Ja, und ich krebs hier und lass mich von allem Möglichen ablenken. Naja, schauen wir mal. Zack. Ah ja. Nein? Also, nein? Da oben. Schwerelosigkeit hier ausnutzen. Oh. Warte nochmal hier. Ja, geh mir aus den Füßen. Ah. Ich glaube, wir haben's. Hui. Gib mir die Kraft. Ich habe auf der Kuh geschafft. Zack. Kraft erhalten. Oh yeah. Gravitationssprint. Moment. Das hört sich mal interessant an. Was ist Gravitationssprint? Manipuliere Strecke, um dich nach vorne zu katapultieren und für kurze Zeit mehr Schaden zu verursachen. Hol mal das mal.
meinen eigenen Augen sehe, ist es schwer zu glauben. Moment, ja, auf welcher Zahl habe ich das jetzt liegen? Auf der 8. Also, entschuldige mal bitte. Okay, hätten wir das auch schon mal geschafft. Nie. Was haben wir hier? Sprich mit Vladi. Kraft aus dem Jenseits erwirbt die Kraft von Waschi-Waschi-Jacke. Kurz festlegen. Jap. Sprung. Hui. Wo ist Waschi-Jacke? Hallo, Waschi-Jacke. Okay, hier scheint nichts zu sein, das mich jetzt irgendwie angreifen möchte. So, Scanner-Anomalie entdeckt. Haben wir den Planeten schon mal gescannt? Also es gibt tatsächlich noch Planeten, die ich nicht gescannt habe. Bei 1000 Planeten ist das mehr als möglich, dass ich den noch nicht gescannt habe. Landeplatz ist frei. Landefreigabe. Wie viele hunderte Planeten ich schon gescannt habe, würde ich gerne schon mal wissen. Ich habe gar nicht, ob ich schon irgendeine Fähigkeit ausbauen kann wieder. So, verlassen wir mal das sinkende Schiff. Hallo. Hallo. Ja, hallo Vasco. Auch mal da. Was haben wir denn hier? Hier töte. Nee, das habe ich noch nicht. Da! Zack! Zielfernrohr muss ich noch ein paar töten. Ohne Ziel muss ich noch ein paar töten. Ein paar kritische Treffer. Bluten muss ich noch. Was? Teilchenstrahlwaffe. Okay. Okay. Was ist denn hier vorne? Geboxt habe ich mich, glaube ich, noch nie. Gefühlt. Nein? Verbrauche 20 Mal allen verfügbaren Sauerstoff. Das könnte ich auch mal machen. Füge 10 Schleichangriffe aus. Skill ausgereizt. Ja, gefressen habe ich auch noch nicht. 100 Stutzschaden, ja. Umgehungsschaden kriege ich die ganze Zeit. Energieschaden, erhol dich von 10 Verletzungen. Könnte jetzt noch einer dazukommen. Infektionen, waffenlosen Angriff, schon wieder. Falle 3-mal unter 25% und werde vollständig geheilt. Ja, betäube 10 Gegner. Durch einen waffenlosen Angriff führe 10 Schleichangriffe. Bla, blub. So, das müsste ausgereizt sein. Was? Nee, das ist nicht. Da bin ich dran. Das habe ich noch nicht einmal gemacht. Nope. Kampf haben wir gerade geguckt. Hier bei Forschung habe ich ziemlich viel ausgereizt. Und dort Technologie dürfte eigentlich auch. Ja. Dürfte auch ziemlich viel schon sein. So, dann schauen wir mal, was wir hier finden können. Da macht das wird. Oh, Uran. Nett. Da ist eine Anomalie in der Nähe. Da macht es irgendwie. Da hat er eine Erfrierung erlitten. Das da sieht aus wie so ein Tempel. Benzol. Ah. Argon. Sehe ich nämlich durch diesen blöden Sturm hier.
kann hier im Zielmodus gar nicht mit meiner Superkraft darum hantieren. Verbrauche den ganzen Sauerstoff. Ja, ja. Ich habe mich ja so dran gewöhnt, dass ich das nicht mache. Verbrennungen. Hier kriege ich ja wirklich alles. Verbrennungen, dann Erfrierungen. Chi! Chi-Tempel entdeckt. Hurra! So, wie wäre es, wenn da hier direkt der Eingang wäre? Das wäre mal mega. Tja, also, tja, wie soll ich sagen? Wut? Lass das scannen. Hallo. Danke. So, dann suchen wir nochmal den Eingang. Hier nicht, da nicht, da auch nicht. Oh. Muhu. Da wird er wahrscheinlich. Nee, ja. Vielleicht, ja, nein, vielleicht. Bitte nicht alles ankreuzen. Da gleich ab. Oh, guck mal da. Da sieht doch aus wie ein. Wie ein Eingang. Nee, also dieses Vorspringen ist. Ist irgendwie nichts. Gefühlt, keine Ahnung. Benutze ich so. Wahrscheinlich bringt das was, wenn man jemanden angreift. So, los! Ringe der Macht. Tut was. Oh. Da. Zang. Oh. Zang. Hat Husten. Kleiner Wurm hat Husten. Ui. Na. Lass mich rein. Ich möchte Superpower bekommen. Andrea, bleib noch ein bisschen weiter weg, ja? Nicht, dass du sie auch noch bekommst. Schlecht. Für dich. So. Und schon wieder eine neue Kraft erhalten. Lebensspüren. Und dann wieder für Coloris. Rotationssprint machen wir mal aus. Lebensspüren. Stelle eine Verbindung zu den Teilchen des Lebens her, um die Lebenskraft aller Menschen, Aliens und Sternen. Was ist das denn? Okay. Dann fangen alle Leute an zu glitzern. Na gut, wenn man jemanden sucht, ist das, glaube ich, nicht so schlecht. Moment. B. Ja. Ich hätte gerne mein Gravitationsdingsbums wieder. So. Haben wir wieder einen Tempel erledigt. Orte, Dinosphäre, das mache ich jetzt nicht im Eingang. Kraft auf dem Jenseits. Auf Feynman. Kurs festlegen. Ja. Sprung. Feynman? Ich wollte gerade sagen, da habe ich doch eine Basis stehen sogar. Los, los, los! Was ist hier los? Warum greifen irgendjemanden an? Attacke. Kaputt! Tödlicher Antrieb außer Betrieb. Das Freestar Collective schuldet dir was. Bitte bestätigen. Jo. Die Varun-Fanatikern haben wir.
dich gezeigt. Aber sowas von. Ich dachte, wir hätten es im Griff. Aber einige Verdammten, die hier leben. Können wir uns revanchieren? Ausschlachtrecht. Danke nochmal für die Hilfe. Gar kein Problem. Credits, boing. Finster Nimitz und da ist ein bisschen Loot. So, das war's dann aber auch, ne? So, aber ich habe ja noch vor, irgendwo hinzufliegen. Und zwar Feynman. Zack. Ich bin hier nur in dem. Guck mal, hier fehlt noch ein Spezialding. Ah ja, landen wir mal. Der Selbstziehen-Skill erhöht die Präzision und Reichweite beim Schießen aus der Hüfte. Oh ja, das mache ich ja wirklich manchmal. Wir landen. Ja. Ist doch gut so. Und verlassen. Ja, hier landet. So, dann packen wir mal Scanner aus. Benötigen Sie meine Hilfe? Nö. So, Lithium haben wir schon mal entdeckt. Was haben wir denn hier noch so Tolles? Iridium. Und Kupfer. Siehst du etwas Nützliches? Da ist eine Anomalie. Da ist eine Anomalie. Ah, guck, da ist schon der Tempel. Ah, wie mein Scanner abgeht. Oh. Oh, also. Oh. Ein Level 95er. Moment. Also nachladen, den Spazier. Guck. Was kann der? Was hat der? Okay. Was ist da hinten noch eine Anomalie? Was haben wir hier? Uran. Aber wir wollen ja jetzt nicht irgendwas scannen oder klauen oder machen oder tun. Wir wollen ja Superkräfte ausbauen. Tempel Beta. Der Husten, da geht mir jetzt langsam auf den Keks. Hier war noch irgendein Tier. Oh ja. Das hören, aber ich sehe ihn nicht. Halt. Ah. Pip. So, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Man hat sowas wie eine Taschenlampe. Haben wir nicht noch eine Taschenlampe irgendwo versteckt? Komm mal, Tür auf. Ich will Spezialkräfte haben hier. Außerdem geht dann mit meinem Missionslogbuch dann wenigstens. Es wird weniger. Es wird langsam weniger. Ich muss mal hier durchknabber bis zur. Ich habe so viele Nebenquests und. Nebenquests und hast du nicht gesehen. So. Lustige Ringe, aktiviert euch.
müssen wir so machen, ne? Wo ist der nächste Blubber-Dingens da? Ach, sie hat einen ausgelöst. Das ist ja witzig. So. Und ab rein mit uns. Zack. Ich glaube, die will unbedingt mitmachen, da Superkräftekommerei. So, was haben wir da gekriegt? Und außer den 200 Äppä, Gravitationswelle. Das hört sich doch auch witzig an. Gravitationswelle? Boom. Was kann die? Hallo? Hallo? Aber nicht für deine Feinde. Gravitationswelle. Setzt einen Stoß an Schwerkraft frei, der stark genug ist, um fast alles und jeden wegzukatapultieren. Also das ist jetzt mal witzig. So. Wo ich finde, die andere einfach alles schwerelos machen, finde ich auch super witzig. So, dann wollen wir mal hier kurz schnell speichern. Kurz und schnell. Analysiere Ginbo. Geld macht's möglich. Unterirdische Medien, Piazzi, ganz schön viel hier im Piazzi-System. Aber ich muss hier nochmal mit Vladi sprechen. Also auf zum Auge. Machst du Auge, kommst du an. Habe ich Schmuggelware bei mir? Ah, ich weiß es nicht. Willkommen im UC-Raum. Nee, hab ich nicht. Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Ah ja, mach nur. Okay, wir sind fertig. Okay, das ist super. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will hier andocken. Und da habe ich auch was Lustiges gesehen. Es gab mal einen super nerdigen Fan von Bethesda. Der hat sich brutal hier auf Starfield gefreut. Leider ist er verschieden. Und dann haben die, Captain, zu seinen Ehren, hier hinten was hingemacht. Und zwar hier. Alex Heiß hieß er. All meine Freunde und Entdeckerkollegen, ich bin da draußen in den Weiten der Sternensysteme und jederzeit bei euch. In ewiger Liebe, Alex Hey. Das ist saunett von denen. Schon mal, kann hier gar nicht einer aufräumen? Hör mal. Ja, das finde ich schon krass. Ja, das die... Erstens, dass es die Möglichkeit gibt und zweitens, dass sie dem dann so die Ehre geben. Ups. Und ja. Was gibt es hier eigentlich? Irgendein komischen Anzug. Mal jetzt mal hier reingucken. So, was gibt es denn hier? Eine Leiterplatte, Leiterplatte, Leiterplatte. Medipacks und Verbände. Eigentlich nichts, was ich benutzen würde. Ist hier auf der Seite noch was? Ein versiegeltes Tablet. Tablet. Naja, dann gehen wir mal zu Vladi. Sprich mit Vladi über was auch immer passiert ist. Wollte ich euch auch mal irgendwann mal zeigen. Jetzt habe ich es getan. Yay. Den Husten haben wir auch noch. Moment, warte mal. Haben wir nicht irgendwas gegen Husten? Moment, Status. Prognose schlecht. Ich habe Blasen, Lungenschaden und also Tröpfchen und Dingsbumserei. Inventar, Hilfe. Tröpfchen, guck mal hier, Allheilmittel.
Boom, einmal reinpfeifen. Alles geheilt. So, zelluläre Regeneration auch noch bekommen. Oh yeah. So, mein Freund. Ich bin nie bereut, aus dem Ruhestand gekommen zu sein. Die Constellation hält mich durch Rechtschaffenheit jung. Dann reden wir noch schnell. Ich bin in der Loge an Andrea abgetreten. Jeder braucht einen Raum, um seine Gedanken einsam tanzen zu lassen. So, ich habe gehofft, du hast einen gefunden. So einfach wie eine Nadel im Heuhaufen. Werd nur nicht so aufgeblasen. Ein Credit für deine Gedanken. So. Wirb die Kraft auf Cassiopeia. Entschuldige. Streck den Verstand bis zum äußersten Ende. Cool ist das falsche Wort. Herzstoppend. Ich leg die Fehler dann nicht in dein Nest. Bin man außerhalb von all. Jedenfalls werden wir es gemeinsam herausdüfteln. Artefakte. Naja, dann. Ups. Wann anders Worte. Moment, ich hab da noch was. Ich hab doch gerade ein Heilmittel reingepfiffen. Das heißt. Da wollen wir jetzt noch hin. Kurs festlegen nach Cassiopeia. Jupp. Schopperung. War ich da schon mal? Vielleicht. Ein Abenteuer abschließen und dann davonfliegen. Ich mag das Gefühl. Cassiopeia zur Karte. Nope, den haben wir noch nie gescannt. Zack, direkt was freigeschaltet. Eine Anomalie. Was gibt es denn hier noch? Noch ein Cassiopeia. Weil wir gerade hier sind, ne, da kann man auch immer auch ruhig mal hier den Scanner auspacken. Oh, gratis Geld. Ui, zack, analysiert. Oh, den habe ich schon. Ah ja. Gut, dann Cassiopeia, einmal hier landen bitte. Scanner Anomalie landen. Zack. Ach ja. Jetzt wird die Folge wieder so lang. Sieht gut aus. Landesequenz wird eingeladen. Ich wollte gerade sagen, seit wann landen wir denn von innen aus gesehen? So, steig mal aus. Gab wieder 340 EP für irgendwas. Hallo, Captain. Also, vielleicht sollte ich den Scanner auch noch auspacken. Schiff. Glück gehabt. Entlang müssen wir. So. Anomalie. Ganz schön schlechtes Wetter hier. Oh, Wolfram. Wolfram brauchen wir immer. Ein bisschen mitholen. Da sieht doch aus wie der Tempel. Guck mal. Könnte der Weg zum Ende sein. Ja, nein, vielleicht. Ne, da gehe ich ja schon wieder nur ins obere Stockwerk, aber ich weiß ja jetzt, wonach ich suchen muss. Das war hier nach. Hui. So. Nochmal wegdrehen. Tempel Iota. Tempel. So, das ist aber die letzte Kraft für diese Folge hier. Dann müssen wir anfangen, wieder ein bisschen. Ich glaube, dann mache ich die Quest mit
mit dem Geld. So, wie immer da oben das erste. Zack. Da ist das zweite. Schon. Der Gravitationsbolzen ist auch schon lustig. Hallo? Wo ist das nächste? Da. Da ist noch einer. Zack. Da haben wir es schon. So, und die nächste Kraft ist uns. Die Partie ist aus. Und dann sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar, ihr kennt es ja. Oh mein Gott, ist das laut. Aber sowieso und über Unterstützung bin ich auch noch froh. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. So, 200 EP Nummer drauf. Präkognition. Was das denn schon wieder für ein Quatsch? So, Präkognitat. Verändere das Zeitgefüge, um einen Blick in die Zukunft zu werfen, um zu sehen, welchen Weg jemand gehen wird und was er sagen könnte. Okay, auch cool. Aber ich bleib jetzt mal bei der Gravitationswelle. Und reingehauen. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.